Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Gelenkwelle Mosel steht still. Kirchenglocken müssen warten und FSV Zwickau stellt neuen Cheftrainer vor. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Liebe Zuschauer, eine neue Woche ist angebrochen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Abendmagazin Tag aktuell. Einen wunderschönen guten Abend. Der Arbeitskampf um den Erhalt der Gelenkwelle Mosel geht weiter. Nach dem angekündigten Aus für den Zwickauer Standort von Automobilzulieferer GKN Driveline steht das Werk seit dem heutigen Montagmorgen komplett still. Bei unserem Eintreffen am heutigen Morgen um kurz vor 7:30 bot sich uns ein Meer aus rot gekleideten Menschen mit Fahnen und Bannern, die klare Botschaften hatten. Mit zwei Warnstreiks am 10. und 15. Februar hatte die Belegschaft deutlich gemacht, dass es hier am Traditionsstandort keine lautlose Werksschließung geben wird. Im Vorfeld der vierten Verhandlungsrunde zwischen der IG Metall und der Unternehmensführung am heutigen Tage wollte die Belegschaft zeigen, dass man sich nicht so einfach abspeisen lässt. Das, was bisher auf dem Tisch lag, war Kaiserslautern mit Ostabschlag. Und Kolleginnen und Kollegen, dazu haben wir unsere Meinung in den letzten beiden Wochen relativ deutlich gesagt. Kaiserslautern mit Ostabschlag gibt's mit dieser Mannschaft hier nicht. Den Kolleginnen und Kollegen im Januar nicht nur ins Gesicht zu sagen, dass man diesen Standort schließen will, sondern ihnen dann auch noch 40% weniger Abfindungen zugestehen zu wollen als bei der letzten Schließung in Kaiserslautern 2019. Kolleginnen und Kollegen, das hat nicht mehr viel mit Frechheit zu tun. Das ist eine riesige Schweinerei und das werden wir nicht mit uns machen lassen. Das, was sie euch und euren Familien antun, euch in eurem Leben einschneiden, etwas zu verändern, euch eure Existenz zu nehmen und das, obwohl ihr jahrelang hier euren Job ordentlich, gut und mit aller Flexibilität, die notwendig war, gemacht haben. Das ist nicht mehr auszugleichen durch einen einzigen Euro. Das ist nicht auszugleichen. Es gibt nicht den perfekten Sozialplan. Der perfekte Sozialplan ist maximal kein Sozialplan für die Kolleginnen und Kollegen. Aber dann auch noch sowas auf den Tisch zu legen und zu sagen, naja, das ist jetzt schon das Maximale. In der zweiten Verhandlung haben sie uns gesagt, das ist das Maximale, was sie uns anbieten können. Und das war Kaiserslautern mit Ostabschlag. Die sollen aufhören mit Zocken und mit Spielen. Heute sollen sie ein ordentliches Angebot auf den Tisch legen. Sonst gibt es die Antwort dieser Mannschaft. Da bin ich mir sicher, Kolleginnen und Kollegen. Um nicht nur optisch, sondern auch akustisch zu zeigen, was man von den bisherigen Angeboten der Geschäftsführung hält, wurden dann schon mal die entsprechenden Sprechchöre geprobt. Was geht da rein? Sozialtarif wollen wir! Darum sind wir heute hier! Sozialtarif wollen wir! Darum sind wir heute hier! Wir sind hier! Wir sind laut! Weil ihr uns die Arbeit raubt! Es gab aber am heutigen Morgen auch Worte des Dankes. Da möchte ich nur mal ganz kurz auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Ich möchte mich ganz einfach bei euch allen bedanken. Nicht nur die, die jetzt schon heute Morgen hier draußen stehen, sondern bei allen 835 Kolleginnen und Kollegen. Wir alle haben an diesem mittlerweile schon legendären 18.01.2023 auf dieser Verkündigungsveranstaltung erfahren, dass unsere Arbeitsplätze aus Sicht von GKN wechseln. Es war ein Schock für uns alle, ohne Frage. Er sitzt auch noch. Aber wir haben nach diesem Tag gelernt, dass wir was tun müssen. Dass wir aufstehen müssen, dass wir zusammenstehen müssen. Und für dieses Zusammenstehen, weil ich finde, die Belegschaft ist nach dieser Verkündigungsveranstaltung enger zusammengerückt und hat gemerkt, dass wir nur gemeinsam was erreichen können. Einfach mal Danke sagen an alle, die dazu beigetragen haben. Das begann mit unserer Mitgliederversammlung der Sachsenlandhalle. Es ist nicht selbstverständlich, dass an einem Sonntagvormittag über 600 Mann kommen und daran teilnehmen.
Das geht weiter bei den Warnstreikveranstaltungen, bei unseren Betriebsversammlungen, die wir gemacht haben, unsere BA-Info-Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Das alles musste organisiert werden, das alles musste durchgeführt werden. Es waren sehr viele fleißige Helfer dabei, die uns unterstützt haben. Auch logischerweise außerhalb ihrer Arbeitszeit, da hat keiner gesagt, nee, ich muss jetzt nach Hause oder irgendwas. Es wurde durchgezogen. Unsere Warnstreikveranstaltungen waren super besucht. Und auch heute unser 24-Stunden-Warnstreik, der heute stattfindet. Die komplette Mannschaft von der Flüche steht draußen vor dem Tor, es ist niemand drin. Wie gesagt, wenn ich einen Hut hätte, würde ich ihn jetzt ziehen. Chapeau, vielen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die sich beteiligt haben. Dann begaben sich die GKN-Mitarbeiter in Wartehaltung, denn gegen 10 Uhr war das Eintreffen der Unternehmensführung angekündigt. Wie genau die Erwartungshaltung an den heutigen Verhandlungstag aussieht, haben wir einmal hinterfragt. Wir haben heute unseren 24-Stunden-Warnstreik organisiert. Aus dem Grund ganz einfach, es finden heute wieder die Verhandlungen über Sozialplan Interessenausgleich auf der einen Seite und dann später nachmittags nochmal die Verhandlungen über einen Sozialtarifvertrag statt. Um diesen Verhandlungen und diesen hoffentlich Ergebnis Nachdruck zu verleihen, haben wir uns entschlossen, heute eben diesen 24-Stunden-Warnstreik zu machen. Bisher wurde kein tragfähiges Angebot der Arbeitgeberseite vorgelegt. Wir sind immer noch der Meinung, dass das, was uns vorgelegt wurde, das, was in Kaiserslautern vorgelegt wurde, minus dem Abschlag für Ost, warum auch immer nach so und so vielen Jahren nach der Wende, kann uns das keiner mehr erklären, warum hier weiterhin eine Zweiteilung der Gesellschaft stattfindet, der Arbeitnehmer. Und aus diesem Grund, wie gesagt, um den Druck etwas zu erhöhen auf die Arbeitgeberseite, sind wir heute hier und stehen vorm Tor. Wir haben es heute gehört, Sie sind stolz auf die Arbeit. Also das ist, was die Familien hier jetzt mitmachen eigentlich. Und die sind alle heute gekommen und wollen ihren Unmut nochmal darüber kundtun. Ja, richtig. Also man kann nur den Hut ziehen. Ich habe es gerade gesagt, wenn ich einen auf hätte, hätte ich ihn heute gezogen. Es war sicherlich nicht einfach für viele hier, weil wir kamen aus relativ behüteten Verhältnissen, was die Arbeitswelt angeht. Wir hatten einen Arbeitgeber, der gut bezahlt hat, der gute Arbeit von uns verlangt hat. Und dann der Schock, dass man uns gesagt hat, okay, jetzt brauchen wir das alles nicht mehr. Die Belegschaft ist zusammengewachsen, wie gesagt. Wir haben gemerkt, dass wir nur gemeinsam irgendwas erreichen können. Da stehen auch alle 832, die hier beschäftigt sind, hinter uns. Und wie gesagt, das macht uns Mut für die Verhandlungen, dass wir hier was erreichen können. Trotzdem, aus Ihrer Sicht, man muss ja Dinge realistisch sehen. Glauben Sie, es gibt eine Chance? Es gibt immer eine Chance. Wir haben ja auch mehrere Chancen. Auf der einen Seite hat der Arbeitgeber mit uns die Vereinbarung abgeschlossen, willig zu sein und bemüht sein, hier einen neuen Investor zu finden. Das ist wahrscheinlich die schwerste Variante, die wir haben. Nichtsdestotrotz werden wir dort alle Kanäle anzuzapfen, die uns möglich sind. Und wir hoffen, dass der Arbeitgeber dort die Geschäftsführung denselben Willen zeigt, das auch zu tun. Wie gesagt, inwieweit das von Erfolg gekrönt ist, werden wir sehen. Ansonsten ist unser Ziel eben diese Schließung des Werkes, wenn wir sie schon nicht verhindern können, dann eben für den Arbeitgeber so teuer zu machen, dass die Leute erhobenen Hauptes in eine ungewisse Zukunft gehen können und dann wenigstens sagen können, entweder bis einen neuen Job irgendwo finden, sind sie finanziell erstmal so weit abgesichert, dass es keine großen Lücken gibt. Oder eben dann die Kolleginnen und Kollegen, die rentennah sind, die Zeit dann überbrücken können, bis sie in ihre Rente gehen können. Das ist das, was wir versuchen hier zu erreichen. Dann bleiben wir dran und werden Sie darüber informieren, wie es weitergeht bei der Gelenkwelle in Mosel. Am heutigen späten Vormittag hatten sich eine Menge Leute rund um die Auferstehungskirche in Stenn eingefunden. Sie alle wollten dabei sein, wenn die Glocken in den sanierten Turm gehoben werden. Aber leider wurde daraus nichts. Ja, wir wollten die Glocken in Stenn gern einbringen, aber das schaffen wir nicht, weil es unheimlicher Wind ist. Und wir haben Angst, dass die Glocken kaputt gehen oder sich jemand zu Schaden kommt. Wir waren in Innsbruck gewesen, haben beim Glockenguss zugeschaut, das war wunderbar. Und als eine kleine Gemeindegruppe und hatten zum Kirchweihfest hier in Stenn, da ist sowieso in Stenn immer was los, hatten wir einen großen Umzug mit 15 Traktoren, die geschmückt waren und die Glocken vornweg und haben eine ganz große Glockenweihe gemacht mit Gottesdienst und ganz vielen Menschen. Das war wunderschön und jetzt ist noch ganz viel gemacht worden. Und jetzt hoffen wir, dass die Glocken irgendwann hochkommen, wahrscheinlich am Mittwoch.
Heute ist so ein Wind, dass alle gesagt haben, das können wir nicht machen, nicht das, was geschieht. Werbung. Neu bei TV Westsachsen, Laufwerk Zwickau. Von Hand für den Fuß. Die Gesundheitshandwerker kümmern sich um ihre Fußgesundheit. Laufwerk aktuell, jetzt bei uns im Programm. Ich bin die Lotti, ich bin 84 Jahre alt, trainiere hier schon seit 20 Jahren im Sportpark, gehe gerne hierher. Ich fühle mich wie in einer großen Familie. Mir tut es gut. Ich möchte zum einen meine Muskeln stärken, meine Balance halten, damit ich mein Leben im Alltag meistern kann. Mein Yoga-Kurs ist mir sehr wichtig in dieser Woche, aber es ist auch sehr schön, dass man hinterher an den Geräten noch etwas tun kann. Ging das zu schnell? Mit TurboSpeed ins Internet. Wir verbinden euch leistungsstark und stabil. Auch im Kombipaket mit Festnetz und HDTV. Jetzt zum Testsieger wechseln und 10 Monate gratis sichern. Auf pure.com. MSB Metall- und Stahlsystembau GmbH aus Zwickau ist ein Familienunternehmen mit 30-jähriger Firmengeschichte. Mit über 40 Mitarbeitern fertigt und montiert man hier jährlich um die 800 Balkone. Um der gestiegenen Nachfrage auch weiterhin nachzukommen, bedarf es motivierter und begabter Mitarbeiter. Gesucht werden daher ab sofort Mitarbeiter in den Bereichen Fertigung, Schweißer, Monteure sowie Elektriker und Servicetechniker. MSB, der Balkonbauer, jetzt bewerben. Laufwerk von Hand für den Fuß präsentiert den regionalen Sport. Auch wenn man am vergangenen Samstag beim Heimspiel gegen den Tabellenersten SV Elversberg nichts Zählbares holen konnte, war es dennoch ein Schritt in die richtige Richtung beim FSV Zwickau. Bis zur 77. Minute war alles offen, die Zwickauer kämpften, hielten dagegen und hatten selbst einige Torchancen. 13 Minuten vor Schluss dann der Führungstreffer für die Gäste. Elversberg war dann am Ende sehr effektiv, kam in der letzten Minute sogar noch zum zweiten Treffer. Dennoch hat sich der FSV teuer verkauft und man kann auf dieser Leistung aufbauen. Ja, insgesamt muss ich sagen, dass wir wenig zugelassen haben gegen eine Mannschaft, die sich in der Regel viele Torchancen rausspielt. Hatten auch gerade am Anfang so zwei, drei Angriffe, wo vielleicht ein bisschen mehr drin war. Vielleicht, wenn wir da noch ein bisschen konsequenter sind, dann können wir vielleicht sogar ein Tor machen am Anfang. Das wäre natürlich extrem Gold wert gewesen in der Phase. Und dann, sage ich mal so, war es dann für Elversberg dann so dieser eine Angriff, der gereicht hat, der dann zum Tor führt. Ich würde jetzt behaupten, dass sie brutal effektiv waren dann am Ende und deshalb das Spiel gewonnen haben. Insgesamt muss man sagen, dass man auf der Leistung aufbauen kann. Auch wenn sicherlich dann auch nächste Woche Bayreuth ein ganz anderes Spiel wird. Trotzdem die Art und Weise, wie wir uns die Zweikämpfe gehauen haben, das muss gegen jeden Gegner so sein, nicht nur gegen Tabellenführer. Ich glaube, wir haben uns teuer verkauft. Das ist der richtige Ansatz, so muss es weitergehen. Aber im Endeffekt stehen wir wieder mit 0 Punkten da. Aber
Ich glaube, es war ein ganz anderes Gesicht als es in Duisburg. Ja, also ich glaube, dass Rafa im Abseits gestanden haben soll. So hat es zumindest der Schiedsrichter angezeigt, aber in dem Moment habe ich da gar nicht drauf geachtet. Ich habe jetzt auch noch nichts gesehen. Wäre natürlich in dem Moment so ein schnelles 1-1 super gewesen, weil dann, glaube ich, nehmen wir mindestens einen Punkt mit. Ja, so am Ende dann nochmal ein langer Ball und dann fällt das 2-0. Ich sag mal, das ist dann leider so. Knackpunkt war vorher das Gegentor und vielleicht auch das vermeintliche Abseitstor von uns. Kein Tor, 0-2 für den Gegner, so sehe ich das. Können wir uns nichts verkaufen. Am Schluss können wir uns auch nichts, ob das ein Elfmeter ist, ich glaube, der überlegt, können wir uns auch nichts verkaufen. Ja, worauf kommt es an? Abstiegskampf, reinhauen. Da geht es nicht darum, schönen Fußball zu spielen, da geht es darum, kompakt zu sein, Zweikämpfe zu führen, Zweikämpfe zu gewinnen, Gegenball und auch Mitball. Und einfach das an den Tag legen, was gebraucht wird, um ein Spiel zu gewinnen. Und das ist sicherlich kein schöner Fußball nächste Woche. Das ist der richtige Ansatz, so geht's. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob wir heute ein, zwei, dreimal Latte, Pfosten, Torwart gehalten. Irgendwann gehen sie rein und es ist natürlich ein extrem wichtiges Spiel. Punkten, Punkten, Punkten. Das Spiel des FSV Zwickau gegen Elversberg verfolgte der neue Chefcoach Ronny Thielemann am vergangenen Samstag von der Tribüne aus. Die Trainerverpflichtung war erst am frühen Samstagvormittag bekannt gegeben worden. Er ließ es sich aber dennoch nicht nehmen, sein neues Team zu unterstützen. Am heutigen Montagnachmittag wurde er dann offiziell vorgestellt. So, dann legen wir direkt los und recht herzliches Hallo zur Pressekonferenz zur Vorstellung von Ronny Thielemann als neuen Cheftrainer des FSV Zwickau. Auch an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen in Zwickau. Ebenfalls am Pult mit Platz genommen hat unser Vorstandssprecher Frank Fischer, dem auch das erste Wort heute hier in der Runde gehört. Frank, warum ist denn Ronny Thielemann unsere Wunschlösung und was qualifiziert ihn als Cheftrainer des FSV Zwickau? Ja, erstmal auch Hallo von meiner Seite aus. Wir hatten es ja zur letzten Pressekonferenz schon mitgeteilt, was unser Anforderungsprofil ist, was für eine Erwartungshaltung wir haben. Und Ronny erfüllt im Wesentlichen genau diese Merkmale. Ronny kommt aus der Region. Ronny hat von seiner Altersstruktur das richtige Alter für uns. Die Mischung zwischen den jüngeren Spielern und auch den erfahrenen Spielern dort mitzunehmen, hat sie sehr viel Erfahrung gesammelt selber als Profi. Ist natürlich durch seine Station im Profibereich letzten Endes auch prädestiniert dazu, reichlich Erfahrung zu haben. Und genau diese Erfahrung wollen wir ja eingebracht haben. Zudem haben wir in unseren Gesprächen mit Ronny von der menschlichen Seite ihn kennenlernen dürfen und sind der festen Überzeugung gekommen, dass auch die menschliche Komponente bei uns traditionell eine große Rolle spielt. Und insofern sind wir davon überzeugt, dass wir mit Ronny wieder den richtigen Chefcoach für den FSV Zwickau gefunden haben. Gut, vielen Dank für deine einführenden Worte. Ronny, kommen wir nun zu dir. Du bist jetzt seit Samstag hier in Zwickau, hast das Spiel gegen Elversberg hier live im Stadion miterlebt. Was ist denn so dein erster Eindruck von der Mannschaft, vom Gesamtverein? Und wie sehr freust du dich, wenn du dann morgen auf dem Platz mit den Jungs loslegen kannst? Also auch erstmal Hallo von meiner Seite aus. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin jetzt auch schon seit Samstag in Zwickau, habe mir das Spiel gegen Elversberg angesehen und da habe ich auch schon einige von Ihnen auch getroffen. Mein erster Eindruck ist vom ersten Tag der Gespräche an mit Frank Fischer, mit Marvin Klotzkowski extrem positiv von Zwickau. Ich bin menschlich total abgeholt worden, unabhängig von inhaltlichen Dingen, und so hat sich das am Samstag fortgesetzt hier im Stadion. Von allen Leuten, den Fans, bin ich sehr positiv wahrgenommen worden. Das hat mir natürlich auch ein sehr gutes Gefühl gegeben, und auch die Mannschaft mit ihrer Leistung, speziell in den ersten 60 Minuten, hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben, dass wir ein ordentliches Fundament haben, um dann auch am 38. Spieltag über diesem ominösen Strich zu stehen und den FSV Zwickau auch nächstes Jahr noch in der dritten Liga zu haben. Auch dir erstmal vielen Dank. Dann legen wir direkt los mit Ihren Fragen. Wir haben ein Mikrofon hier vorbereitet. Wir würden es dann rumreichen, kurzes Handzeichen, und dann können wir loslegen. Wo ist es? Ja, Sie haben es gesagt, wir haben uns am Samstag schon mal kurz gesehen. Natürlich nicht am Spielfeldrand, in einer anderen Position als Beobachter. Wie war das, wenn man schon den Trainervertrag, wir haben es ja gehört, die Tücher waren gerade trocken, die Unterschrift war trocken. Wie ist das? Hat man gebrannt schon für seine Mannschaft? Gab es da schon diese Identifikation? Ja, diese Identifikation gab es definitiv schon.
Aber es ging halt einfach auch um den Ablauf. Ich stand ja auch schon in Kontakt mit Robin Lenk und wir hatten uns auch schon grob über die Mannschaft ausgetauscht und ich wollte da jetzt nicht für Unruhe sorgen, indem ich am Freitag komme und am Samstag auf der Bank sitze, ohne aber auch ein Gefühl für die Mannschaft zu haben. Deswegen war das jetzt der Ablauf, so wie wir ihn dann auch gewählt haben. Und es war, finde ich jetzt genau richtig so, weil die Mannschaft hat ein gutes Gesicht gezeigt, hat sich sehr, sehr gut präsentiert, finde ich, besonders in der ersten Halbzeit. Und darauf lässt sich auch aufbauen. Das eine ist Trainer sein hier, das andere ist der Mensch. Sie sind ja hier in der Region geboren. Kommen Sie denn mit Ihrer Familie hierher? Werden Sie Ihren Lebensmittelpunkt hier wiederfinden? Also mein Lebensmittelpunkt wird hier ab sofort hier in Zwickau sein. Das ist der Punkt. Ich habe glücklicherweise auch direkt schon eine Zusage von der Wohnung bekommen, was nicht ganz gewöhnlich ist. Wenn man sagt, so schnell geht das meistens nicht. Aber meine Familie wird erstmal in Magdeburg wohnen bleiben, einfach weil wir auch schulpflichtige Kinder haben. Und da das, die Kinder mitten im Jahr rauszunehmen, das war jetzt nicht unser Ansinnen. Deswegen habe ich mehr Zeit zum Arbeiten und gar nicht so abgelehnt. Herr Thielmann, was für ein Typ Trainer sind Sie denn? Können Sie sich selber mal beschreiben? Also den Typ Trainer, finde ich, sollten lieber immer andere Leute beschreiben. Ich kann mich als Menschen beschreiben. Ich bin ein sehr kommunikativer Typ. Mir ist es schon wichtig, was mein Gegenüber denkt und im Idealfall auch empfindet. Natürlich ist es im Leistungssport so, dass man nicht immer aus allem eine Podiumsdiskussion machen kann, sondern dass auch irgendwo Entscheidungen getroffen werden. Diese bin ich gewillt zu treffen, wenn sie denn im Sinne des Erfolgs und der Mannschaft sind. Ansonsten ist es so, dass ich halt, war heute auch schon mal eine Frage, ein absolut familiärer Typ bin. Meine Familie steht über allem und das merkt man eben häufig, wenn man dann im Fußballbusiness ist, dass die Mannschaft mehr oder weniger zu seiner Ersatzfamilie wird. Und das ist schon auch ein wichtiger Punkt, unabhängig davon, dass eben häufig auch schwierige Entscheidungen getroffen werden, die dann vielleicht auch manchmal die Jungs nicht immer verstehen. Kurz nur eine Nachfrage noch zu Jens Hertel. Hat er sein Okay gegeben sozusagen, dass sich Ronny Thielmann da jetzt aus dem Superduo da ausgestellt hat? Da wir nicht nur ein sehr großes Vertrauensverhältnis haben, sondern Jens Hertel auch mein Freund ist, hat er mir diese Absolution erteilt. Das kann jeder sagen. Hier vor. Eine Frage an Herrn Fischer. Können Sie was sagen zur Vertragslaufzeit und zu den Modalitäten? Also für welche Ligen der Vertrag jetzt auch mit Herrn Thielmann gültig ist? Also wir haben einen Vertrag geschlossen, der über die Saison hinausgeht. Es ist ja in den Medien schon darüber debattiert worden, dass es dort Annäherungen gibt, sage ich jetzt mal. Wir haben die Karten aufeinander gelegt, logischerweise, haben dort sehr konstruktiv ein Vertragskonstrukt ausgearbeitet, was selbstverständlich über den 30.06. dieses Jahr für beide Ligen zutrifft. Wenn man sich jetzt für diesen Posten entscheidet hier, heißt es, also ich gehe mal davon aus, dass Sie auch sagen, der Klassenerhalt ist zu schaffen. Könntest du es kurz vielleicht so ein bisschen beschreiben, wie es funktionieren kann? Also in erster Linie, der Klassenerhalt ist zu schaffen. Das kann ich Ihnen schon mal in einem Blog diktieren. Das ist so. Wie es zu schaffen ist, hat man, glaube ich, am Wochenende auch schon gesehen. Ja, diese Zwickauer Tugend, ich kann mich daran erinnern, mit dem 1. FC Magdeburg haben wir hier nie ein Spiel gewonnen. Hier war es immer unangenehm zu spielen. Und das ist einfach das, was ich finde, was eine sehr gute Basis ist, die einfach die Mannschaft hier bietet, was der Verein hier bietet. Und das, da müssen wir, das ist das, was in den letzten Jahren auch hier gearbeitet wurde. Da müssen wir dran anknüpfen, müssen sicherlich auch ein paar Dinge besser machen. Ja, das heißt vielleicht sogar mehr Tore schießen als bekommen, ja, in den meisten Spielen. Aber die Basis von den Basistugenden, Einstellung, Mentalität, Leidensfähigkeit, das hat die Mannschaft am Wochenende schon gut gezeigt und darauf lässt sich definitiv aufbauen und da werden wir dann die weiteren Schritte auch einleiten. Ja, dann gleich noch eine Frage an Herrn Thielmann. Jetzt geht es ja direkt am Samstag gegen Bayreuth, direkt mit Konkurrenten jetzt im Kampf um den Klassenerhalt. Worauf liegt denn bei Ihnen jetzt der Fokus in dieser Woche, um die Mannschaft bestmöglich darauf vorzubereiten? Ja, in erster Linie habe ich schon ein paar Jungs auch am Samstag gesehen nach dem Spiel, ja, ohne jetzt aber großartig mit ihnen sprechen zu können. In erster Linie geht es jetzt erstmal darum, morgen mich der Mannschaft offiziell auch vorzustellen, das Training für diese Woche dann auch dahingehend zu nutzen, dass wir uns kennenlernen, dass ich die Mannschaft kennenlerne, sie mich kennenlernen. Und natürlich aber schon auch spätestens dann ab morgen Nachmittag, wenn wir auf dem Platz sind, dann schon den ersten Matchplan mit auf den Weg zu geben, wie es denn am Wochenende gegen Bayreuth aussehen könnte. Wir haben es gesehen, Robin Lenk hat die Rolle des Interimstrainers spielen müssen. Er hat das, glaube ich, mit Bravour gemeistert. Sie kommen gut mit ihm klar, so wie Sie ihn bis jetzt kennengelernt haben?
Tatsächlich kenne ich Robin Lenk schon etwas länger, weil wir auch seit 2010, als ich damals beim FC Erzgebirge Aue die U19-Trainerstelle bekleidet habe, war er Co-Trainer bei der U23, da hatten wir uns kennengelernt und auch schon schätzen gelernt. Deswegen ist es eben auch einer der vielen Punkte gewesen, warum ich mich letztlich auch dazu entschieden habe, in einer sicherlich nicht einfachen Situation, aber eben hier beim FSV Zwickau zu starten. Auch wenn der VfC Plauen am vergangenen Samstag in Freital überlegen war, kam das Team nicht über ein Unentschieden hinaus. Die äußeren Bedingungen waren grenzwertig. Regen, starke Windböen und der Gegner machten dem VfC das Spiel schwer. In der ersten Halbzeit gab es auf keiner Seite Tore. Die Tore fielen dann in der zweiten Halbzeit. Erst die Führung für Freital durch Ricardo Michael. Die Einwechslung von Philipp Sovago beim VfC erwies sich dann als Glücksgriff. In der 90. Minute erzielte er das Unentschieden. Schon am nächsten Samstag geht es für die Plauener wieder auswärts gegen Budissa Bautzen aufs Feld. Am vergangenen Samstag ging es für den VfB Auerbach zu Hause gegen Budissa Bautzen ran. Es war ein dramatisches Spiel. Trotz guter Chancen der Auerbacher in der ersten Halbzeit ging das Team mit einem 0:1 Rückstand in die Pause. In der zweiten Spielhälfte ging es dann zur Sache. Eine rote Karte für Pascal Schardt, dann trifft Veit Kramer, aber das Tor wird aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt und am Ende doch noch der Ausgleichstreffer durch Marc-Philipp Zimmermann. Entstand 1:1. Am nächsten Sonntag geht es für den VfB auswärts gegen Bischofswerda aufs Spielfeld. Werbung. Auf Hilfe angewiesen zu sein, ist meiner Mutter anfangs sehr schwer gefallen. Aber durch den Hausnotruf hat sie ein großes Stück Freiheit zurückgewonnen. Und wir wissen, sie ist in guten Händen, auch wenn wir mal nicht da sind. Der Johanniter Hausnotruf. Jetzt 4 Wochen gratis testen und Preisvorteil sichern. Johanniter. Seit mehr als einem Jahrhundert versorgt die Allianz-Gruppe ihre Kunden zuverlässig mit Versicherungen. Heute gehört sie zu den größten Anbietern auf dem globalen Markt. Die Nachfrage wächst und Mitarbeiter sind gefragter denn je. Die Allianz-Hauptvertretung Hendrik Gerber in Wildenfels sucht ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kundenbetreuerin oder einen Kundenbetreuer. Egal ob mit Berufserfahrung oder als Quereinsteiger, bewerben Sie sich ganz einfach. Auch die Allianz-Generalvertretung Helmer Schwarz aus Hartenstein sucht motivierte Mitarbeiter. Egal ob Einsteiger oder Branchenkenner, hier erhält man Chancen mit Perspektive. Shoe Manufacture, das ist der Inbegriff von Orthopädics of Modern Art. Handwerks- und Meisterqualität in der dritten Generation zeichnen unsere Produkte aus. Ob Orthopädie oder moderne Technik, wir liefern weltweit auch über unseren Internetshop. Jetzt ganz neu speziell für Diabetiker, das neue Fußdruckmesssystem, welches die Anforderungen der Krankenkassen erfüllt. Außerdem halten wir speziell von Bauerfeind entwickelte Einlagensysteme, Bandagen und weitere Hilfsmittel für unsere Kunden vor. Der Meister steht Ihnen zu den Öffnungszeiten natürlich persönlich zur Verfügung. Shoe Manufacture, Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Fußgesundheit geht. Zwickau, Grimmitschauer Straße 30a, gleich gegenüber dem Hauptfriedhof. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung,
Stoma- und Inkontinenzversorgung. Alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, Äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Wow, so einfach ist das! Eine richtig tolle Wohnung und eine Ausstattung, die wir aussuchen konnten. Genau die Küche, die tollen Fliesen an der Wand, eine richtig schöne Dusche. Und das nur für ein paar Euro mehr im Monat. Wenn alles so einfach wäre, dann müsste sich die Steuererklärung selber ausfüllen, es nie mehr Bad Hair Days geben, Kaffee nie kalt werden, man nur nette Verwandte haben und immer Grünphasen auf dem Weg. Man müsste sich beamen können und Zeitreisen wären möglich. Wow. Sie müssen nur noch unterschreiben. Bestimme deine Miete und Ausstattung selbst mit dem Mietkonfigurator der GGZ. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Bei ähnlichen Werten wie heute begleitet uns am Dienstag ein leicht böiger Wind. Den ganzen Tag über bleibt der Westsachsenhimmel trübe und zugezogen. Mit Niederschlägen ist eher nicht zu rechnen. Bei frühlingshaften Temperaturen um die 13 Grad starten wir mit Sonnenschein in den Mittwoch. Später zieht sich der Himmel zu. Der Donnerstag kommt dann recht durchwachsen daher. Das Quecksilber klettert auf Werte knapp oberhalb der 10-Grad-Marke. Dicke Wolken bestimmen das Wettergeschehen im Sendegebiet. Gelegentlich kann es regnen. Bei Tageshöchstwerten von 7 Grad erwartet uns am Freitag ein Sonne-Wolken-Mix. Aus heutiger Sicht soll es trocken bleiben. Ja, liebe Zuschauer, das war Tag aktuell für den Wochenbeginn. Ich wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Abend. Bis morgen. Machen Sie es gut. Tschüss.